Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Hardware-Check. Diesmal ein doppelter Hardware-Check, wie ihr am Tüting hier vielleicht schon gesehen habt. Einmal Apfelringe nennt sich dieses und dieses nennt sich Creme Life Classic Latte Macchiato Bonbons. Ja, die werden wir uns jetzt mal angucken. Diese Bonbons werden wir zum Schluss durchnehmen, da sie sehr hart sind. Und ich denke mal, da brauche ich was länger. Aber wir nehmen uns jetzt, und die sind nochmal extra verpackt, deswegen nehme ich mir jetzt erstmal die vor. Wir nehmen jetzt einfach mal so eine Hardware raus. Hier sind auch ganz viele drin, also ihr seht, die Menge ist schon sehr beeindruckend, ja, für den schmalen Preis, den ich bezahlt habe, und wir haben halt 400 Gramm. Finde ich schon mal sehr gut, wobei ich hier sagen muss, hier habe ich mehr bezahlt, hier habe ich aber nur 110 Gramm drin. Das ist natürlich sehr schwach, sehr, sehr schwache Leistung für den Preis, muss ich sagen. So. Wir haben einen Apfelgeruch, so wie dieses Produkt auch verspricht. Es sind Apfelringe, sie sind vorne grün, hinten weiß. Haben hier nochmal so ein bisschen, ja, so weiße Krümel drauf, seht ihr das? Ja, das werden wir im Hardware-Check, werden wir uns das genau angucken. Wir wollen uns jetzt nur mal die Hardware an sich angucken. Ich gucke mal, ob die anderen Produkte hier draus aus der Verpackung baugleich sind. Und dann nehme ich jetzt einfach mal blind zwei raus und wie ihr seht, sie sind baugleich. Ja, der eine ist wohl weit länger, der andere ist weit kürzer, aber halt beide grün auf einer Seite, auf der anderen Seite weiß, beide dieses Pulver drauf. Also baugleich sind sie auf jeden Fall. Dass wir da natürlich bei diesen Mengen, die wir da drin haben, eine bestimmte Streuung haben an Qualität und an Größe und an Form, ist klar. Aber die Grundform haben sie alle rund, in der Mitte ein Loch und oben grün. Unten weiß, je nachdem von welcher Seite man es beguckt, und mit diesem weißen Pulver drauf. Also da sind sie schon sehr einheitlich geblieben und sieht auch sehr angenehm aus. So, jetzt werden wir uns aber mal diese angucken. Ja, da haben wir natürlich gleich dann nochmal, was mein Mangelpunkt ist wegen der Umwelt, haben wir natürlich hier nochmal so ein Tütchen außenrum um jedes Produkt. Ja, ja. Ist natürlich ein bisschen viel Müll, finde ich. Finde ich ein bisschen sehr viel Müll. Für unterwegs wäre jetzt natürlich ideal. Das kann man sich dann so 3, 4, 5 Stück einfach eine Tasche, eine Jacke machen oder so. Und die wären nicht dreckig. Man kann sie dann halt benutzen. Wir werden das jetzt mal hier aufmachen. Gucken, ob diese Verpackung auch leicht zu öffnen ist. Sie ist leicht gängig zu öffnen. Und dann haben wir hier sowas drin. Einen dunklen Bonbon mit braun und ja, hellem Braun und dunklem Braun. Somit so leicht streifig. Ich werde jetzt mal einfach pro forma mal durchmischen und noch mal eins rausnehmen, um zu gucken, ob da auch eine gewisse Serienstreuung ist oder ob es relativ gleich ist. Ja, und ich sehe es jetzt schon im ersten Augenblick. Sie sind wirklich gleich, fast gleich. Jetzt, achso, ich zeige euch die falsche Seite. So, seht ihr das mit den Streifen? Und vorne sieht es dann halt so aus, ein bisschen zerlaufen. Ich kann euch nochmal den ersten dazu zeigen. Hinten auch diese Streifen und vorne verlaufen. Aber hier sieht es natürlich ein Stück schöner aus. Hier sieht es nicht so doll verlaufen aus. Aber ich denke mal, das hat es mit diesen zweifarbigen Komponenten zu tun, weil es ist ja Kaffee-Creme-Sahne. Und dass es da natürlich zwei verschiedene Geschmacksrichtungen mit drin sind und die nicht immer hundertprozentig zusammenlaufen können, wie sie gerne wollen. Aber an sich sehen sie gleich aus, die haben die gleiche Form, die haben die gleiche Größe und sehen auch so von den Farben gleich aus. Ja, das soll soweit jetzt auch mal zum Hardware-Video gewesen sein. Ich bin jetzt mal gespannt auf den Hardware-Check. Wir werden jetzt diese Ware, diese Kaffee, wie heißen sie, Creme, Sahne, Kaffee, Bonbons und die Apfelringe mal im Hardware-Check sehen. Mal gucken, ob sie das versprechen, ob sie das einhalten, was die Verpackung verspricht und der Geruch verspricht. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch den Hardware-Check dazu guckt. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi!
Sagt euer Odin.